So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu Skylanders Live Vlog. Ja, und zwar, ihr habt ja, ihr wolltet ja wissen, wieso, weshalb, weswegen, kommen jetzt über die Feiertage so wenig Videos. Warum live, warum das, das, jenes, das beantworte ich euch. Kein Problem. Und zwar geht es ja darum, ihr habt ja gefragt, warum kommen über die Feiertage keine Videos. Ja, oder in letzter Zeit zu wenig Videos wieder. Es liegt daran, es ist Weihnachten. Ja, Weihnachten ist ein Fest der Familie. Und man muss nicht Weihnachten, ich sag sowieso, es vor der Klotze hängen oder YouTube. Sondern man sollte die Zeit mit der Familie verbringen. Und das ist halt eben, ich verbringe die Zeit mit der Familie, als eher vor der Konsole zu hocken, sag ich so, wie es ist. Natürlich macht es mir eine Freude für euch, ja, Let's Plays zu machen oder zu spielen, zu zocken. Aber es ist halt, wie gesagt, Weihnachten und die Vorbereitung zu Weihnachten, ja, Weihnachtsbaum besorgen, Geschenke besorgen, Gedanken darüber zu machen. Das sind alles so Sachen, die Weihnachten sehr wichtig sind. Und deswegen, Weihnachten ist ein Fest der Familie und deswegen auch an euch da draußen. Genießt die Zeit, die ihr mit eurer Familie habt, ja, solange ihr sie habt. Und das beste Beispiel ist die Geister, die ich rief. Es ist, auch wenn es ein alter Film ist, aber ich gucke mir den jedes Jahr wieder an, weil es einfach genau das Richtige ist. Und ich zitiere mal den Satz, weil der ist mega, mega genial, muss ich sagen, den Bill Murray da sagt, hockt Weihnachten nicht vor der Klotze, sondern hockt bei eurer Familie. Sagt er in dem Film, ich finde den mega gut. So, trotzdem wünsche ich euch frohes Fest und ihr wolltet ja wissen, wie geht es denn überhaupt dann weiter, wenn jetzt momentan nichts ist. Ab Januar geht es dann wieder regulär weiter. Ja, es gibt viele YouTuber machen zu Weihnachten nichts. Bei mir ist es halt einfach so, dadurch, dass ich live mache und keine mit der Elgato oder irgendeiner Game Capture alles aufnehme, sondern wirklich live. Ja, das heißt live aufnehmen, live, direkt live, wenn alle zugucken können. Und deswegen ist es halt, ja, dann kommt mal ein Tag was, kommt mal wieder ein Tag nichts. Ich werde ab Januar werde ich einen Plan machen. Das werde ich mir jetzt über die Feiertage, also nächste Woche dann noch, wirklich überlegen, wie es dann direkt geht. Und dann werde ich Montag das Spiel spielen, Mittwoch das Spiel spielen oder so. Oder beziehungsweise Mittwoch ist immer ein schlechter Tag. Was weiß ich, Montag das, Dienstag das, vielleicht Donnerstag das und Freitag das Spiel. Dass man in der Woche 4 Videos rausbringt, aber alles Live-Videos. Ja, oder 3 Videos. Na, ich überlege mir das, wie gesagt. Entscheide ich aber alles dementsprechend, wie es dann weitergeht. So, fangen wir mal an. Was ich für Spiele habe, welche ich neu habe, welche Spiele kommen werden und welche Spiele ich ja bereits besitze. Und es sieht folgendermaßen aus. Wir fangen mal mit hinten an. Und zwar Zombie. Es gab es damals für die Wii U, werde ich nicht spielen. Wenn ihr natürlich Bock habt, das zu sehen, schreibt's, haut's rein in die Kommentare. Ja, dann habe ich noch, nicht wundern, ich bin erkältet, 2 Spiele, und zwar Watch Dogs 1 und Watch Dogs 2. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt rein Watch Dogs oder Watch Dogs 2 oder reicht WD2, WD1, dann weiß ich auch Bescheid. Wie gesagt, die beiden sind auch da, sind vorhanden. Wrestling, wenn ihr Bock drauf habt. UFC Fighter, wenn ihr Bock drauf habt. Wir können ja gerne noch mal eine Runde Minecraft. Weihnachtswelt können wir auch noch mal spielen, wenn ihr Bock habt. Tomb Raider Definite Edition, wenn ihr Bock habt. Was dann ab Januar auf jeden Fall kommt, ist Battlefield 1. Das kommt definitiv. Also das ist mein Versprechen an euch, wird definitiv kommen. Und auch eben mit dem da oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt, mit diesem roten Titanfall von Battlefield 1. Das wird definitiv kommen. Star Wars Battlefront. Autsch, ist runtergefallen. Mensch. So. Star Wars Battlefront wird kommen. Assassin's Creed Chronicles wird kommen. Das ist kein Witz, das kommt tatsächlich. Assassin's Creed Syndicate wollte da nicht sehen. Assassin's Creed Unity habe ich noch zur Auswahl. Assassin's Creed Black Flag habe ich zur Auswahl. Ich habe Battleborn im Angebot. Das wird eh kommen, weil ihr wolltet es ja sehen. Also bekommt ihr das natürlich auch. So, Far Cry Primal habe ich im Angebot. Ich habe Evolve im Angebot, wenn ihr das sehen wollt. Ich habe Dying Light im Angebot, wenn ihr das sehen wollt. Schreibt auf jeden Fall alles in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe 3 verschiedene Skylanders parat. Ich habe Swapforce, was soll definitiv ab Januar weiterspielen. Ich habe Superchargers, was ich definitiv nicht weiterspielen werde. Also streicht es von der Liste.
Skylanders Imaginators, was wir durch haben, kommen aber die ganzen Figuren noch. Ich habe GTA 5, was wir durchspielen können. Titanfall 2 kommt definitiv dann ab Januar. Digimon, Cyberslot ist in Englisch. Schade, dass noch kein deutscher Patch da ist, sonst würde ich es weiterspielen. Kommt aber, wenn ihr Bock habt. Dishonored 2 werde ich anzocken. Ob ich es spielen werde, weiß ich nicht. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Und unterstützt übrigens PS4 Pro. Dead or Alive, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann spielen wir auch gerne das an. Call of Duty Infinity Warfare, wenn ihr Bock habt. Oder Modern Warfare, schreibt es in die Kommentare. Black Ops 3 habe ich davon im Angebot. Ghost habe ich im Angebot. Und Advanced Warfare. Das sind die Spiele, die im Angebot sind. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Und dann werde ich euch die Träume erfüllen. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Da habt ihr gefragt, was wird denn aus dem Kanal? Was wird denn, wie wird es denn weitergehen? Mit dem Kanal geht es dann so weiter. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ab Januar wird es zwei-, dreimal die Woche will ich dann in Angriff nehmen. Die Livestreams, dass es wieder mehr Videos gibt, dass wirklich hier bam, 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 bam. Die Videos rausgeprügelt werden praktisch. Und dann habt ihr euch Resident Evil 7 gewünscht. Ja, das heißt, es wird auch noch Ende Januar dann kommen. Kommen aber gleich dazu, was noch für Spiele dann kommen werden im Januar. Dann geht es ja darum, wie gesagt, das ist ja alles ankert. Das heißt, jeder Fehler wird hier drinnen behalten. Wie gesagt, das sind die Spiele. Ich versuche, was weiß ich, Montag, Dienstag im Livestream oder was weiß ich, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das war immer Livestreams und immer eine Stunde oder so machen oder zumindest immer eine Folge, immer, was weiß ich, ein Kapitel, eine Episode, was weiß ich. Ja, dass wir sowas dann machen, dann wird es auch weitergehen. Das geht definitiv mit dem Kanal weiter, der Kanal wird nicht beendet oder so. Ja, sei denn, ich würde jetzt von heute auf morgen sämtliche Abos verlieren, ja, dann würde ich natürlich auch sagen, okay, Leute, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, okay, alles klar, dann beendet sich der Kanal. Aber momentan läuft es gut, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beschweren, wie gesagt. Es sind ja doch genügend, sage ich mal, da. Auch wenn es nicht viele sind, für mich reicht es. Ich sage mir, ich habe lieber eine kleine Community als 100.000 Leute. So kann man sich um die 20 Leute kümmern, die es jetzt aktuell nur noch sind. Und ja, es ist viel schöner, wenn man einen engeren Draht hat, als wenn man wirklich hier 100.000 Leute, hey, ich weiß ich nicht. Ach so, du bist von der Community. Okay. Hey, ich kenne dich auch nicht, aber ich grüße dich trotzdem. Was? Ja, und da ist es halt einfach nur einfacher. So, wie geht's auf jeden Fall weiter? Nächstes Jahr, ich bekomme jetzt nächste Woche wahrscheinlich oder Anfang Januar, erste Januarwoche, bekomme ich Monopoly Fanpack. Und was da für Spiele drin sind, kann ich euch gerne beantworten. Ich habe es aber noch nicht hier stehen. Monopoly Fanpack. Werden wir definitiv spielen. Ich habe es nämlich ganz günstig bekommen. Ja, am Saturn gibt es gerade auch. Ich sehe das gerade. Ja, die Erkältung, das ist nervig. Wir werden alle anspielen. Also ich habe mir das wirklich vorgenommen, dass wir die Spiele anspielen, dass wir die wirklich Bock... hier sind es 5 Spiele insgesamt. Und zwar, nee, 4 Spiele. Entschuldigung. Bugel, ich habe keine Ahnung, was es ist. Tribal Pursuit, das ist ein Wahrheitsspiel. Können wir gerne anspielen, wenn es geht, alleine. Monopoly Plus werde ich auf jeden Fall definitiv spielen. Und Risiko werde ich auch mal anspielen, also das definitiv. Dann kommt, was definitiv kommt, deswegen sagte ich ja schon im Livestream, wer es geguckt hat von Call of Duty Xmas, kommen noch welche Spiele, ich muss nur gucken. So, und zwar kommt nämlich noch Walking Dead. Und zwar ist es so, ich habe durch dummen Zufall jetzt bei einem YouTuber gesehen, wie das Spiel eigentlich ist. Ich habe mir vorher nie eine Platte, ich sag, oh Gott, was, irgendwas, und hä? So, und dann durch Until Dawn ist mir das ja dieses Click-Adventure praktisch, wo man dann Sachen klicken muss, habe ich dann mitbekommen, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich gesehen, Walking Dead Season 3, ich sag, what, schon zu viele? Und deswegen habe ich mir den ersten und zweiten Teil vorbestellt. Der erste Teil ist aber leider, ich habe ihn wirklich vorbestellt und einen Tag später fast, ja, kam schon die Nachricht ausverkauft. Ich sage, oh Leute, es war so günstig, es war immer nur günstig.
Deswegen habe ich den zweiten Teil wenigstens noch, der definitiv kommt. Das heißt, wir werden nicht gucken, dass ich den ersten Teil noch kriege. Ansonsten fangen wir mit dem zweiten Teil einfach mal an. Das ist zwar dann doof, aber den ersten Teil rücke ich dann auch noch nach. Vielleicht habe ich auch Glück nach Weihnachten. Ich warte auf jeden Fall. Wie gesagt, was dann kommt, ist Battlefield 1, Watch Dogs 2. Wenn er da Bock drauf hat, auf jeden Fall Battlefield 1, Titanfall 2 wird es auf jeden Fall geben, also diese zwei Spiele werden definitiv kommen. Skylanders, Swipe Force wird dann definitiv weitergespielt, das heißt, es sind drei Spiele, die definitiv gespielt werden. Ich muss dafür die Festplatte aufräumen und dann wird man die Spiele auch spielen. Wenn ihr halt dann Bock habt, ein anderes Spiel zu spielen und abstatt, was ihr sagt, nee, hey, komm, wir haben hier keinen Bock auf Battlefield 1 oder so, mach mal das Honor 2 dafür lieber, dann wird natürlich Battlefield 1 gecuttet und natürlich also gecancelt und wird dafür das nächste Spiel gemacht. Wie gesagt, es liegt in eurer Hand, also auf jeden Fall gerne da unten in die Kommentare. Ich würde mich über Kommentare riesig, riesig freuen. Und was ich auf jeden Fall noch zum Abschluss jetzt mitbringen möchte, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr für Pinata von Skylanders Imaginators mittlerweile fast 1100 Klicks da hinbekommen habt. Und ich hätte es nie gedacht, dass mal ein Video von mir so krass mega viel Community Feedback bekommt, ja, dass es trotzdem Leute gibt, die schreiben, und ich würde mich natürlich über jeden weiteren Kommentar freuen, den ihr da schreibt. Ansonsten, wie gesagt, mein Kanal für die Leute, die sich da so ein bisschen beschweren und sagen so, oh ja und so, aber mein Kanal bleibt definitiv live, ja, das heißt, mein Kanal wird nicht uncut gemacht, es kommen keine 20 Minuten Folgen raus. Wir machen mal einen halben Stunde live oder so, klar. Aber in der Regel, das werde ich dann ab Januar so auch so einführen, eine Stunde Livestream wirklich, dass wir eine Stunde machen können. Eine Stunde einfach nur mega geil Spaß haben zusammen und mit euch im Hintergrund live zusammen das Spiel spielen können. Ja, natürlich, wenn man wahrscheinlich eine höhere Community hat, muss man das wahrscheinlich alles so machen. Aber ich sag mal so, lieber mit der Community gearbeitet und wenig Leute als zu viele. Und das macht ja dann auch keinen Spaß, weil die Leute wollen ja eigentlich, dass man mit dem Let's Player, mit dem Spieler da Spiele spielt. Und ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, euch die anderen Videos gefallen oder ihr habt irgendwelche Ideen und sagt, hey, ich würde gerne das Spiel spielen oder sehen, ich würde gerne das Spiel spielen oder sehen wollen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr Bock habt. Wie gesagt, Resident Evil 7 gibt es dann ab Ende Januar bei mir. Das habt ihr euch gewünscht, das heißt, den Wunsch werde ich euch natürlich erfüllen. Ansonsten, ich wünsche euch ein frohes Fest, bleibt gesund, erholt euch gut, habt besinnliche Tage mit der Familie und lasst euch auf jeden Fall gut gehen, reich beschenken, rutscht gut in das neue Jahr rein und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal, ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, mal gucken. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob ich doch nochmal Minecraft die Weihnachtswelt spiele. Ansonsten nochmal so als Weihnachtskapitel, sage ich mal, als Geschenk wenigstens, weil YouTube ja schon so viel Mist gebaut hat, dass mein Weihnachtsgeschenk praktisch, was heute veröffentlicht werden sollte, von Skylanders Imaginators, von der Dark Edition, dass das doch früher online gegangen ist, als es eigentlich sollte, und deswegen mal gucken. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ansonsten, wie gesagt, gerne einen Klick, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, auf irgendwas. Dann wird es definitiv kommen. Aber jetzt ist, wie gesagt, Weihnachten, Silvester. Und deswegen haut da rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Jahr hoffentlich gesund und munter wieder.